Zeit, während der Herrschaft von Kaiser Suk Zontan, lebte in Korea ein armer Mann. Seine kleine Hütte stand am Rande des Dorfes an einem See. Sein Name war Kim. Im Sommer ging er fischen und im Winter sammelte er Brennholz und tauschte es gegen den Reis seines reichen Nachbarns. Eines Tages war Kim am Fischen und dachte daran, wie er seinem Nachbar eine Menge Fisch bringen könnte. Der Nachbar würde seinen Korb nehmen und Kim ein bisschen Reis geben. Aber Kim würde sagen, nein, oh, gib mir dies viel. Und Kim würde schließlich essen, bis er satt ist. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Sie werden es widerstehen. Ich werde es dir zeigen. Gestohlen. Also beschloss Kim, den Dieb zu fangen. Mann. Und wer bist du? Ich bin Tiger, der Zauberer. Wie geht das? Schau, das ist mein Fisch. Ich wollte eine ganze Menge Reis dafür bekommen und du hast alles verschlungen. Du bist ein gemeiner Zauberer. Ich werde dir jetzt eine Lektion erteilen.
Das stimmt nicht. Ich bin ein freundlicher Zauberer. Und ich werde dir Glück für deinen Fisch geben. Und du wirst reichlich Reis und Geld haben. Reichlich von allem, aber dieses Glück gehört dir nicht. Benutze es, bis der Besitzer kommt. Es wird ein großer Mann namens Chipoggi sein. Denk daran, Chipoggi. Das ist alles dir? Ja, alles meins. Also begann Kim glücklich zu leben. Schläft so viel er will, isst so viel er kann. Er lebt wie im Schlaraffenland. Aber einmal hat er einen Traum. Ich bin Chipoggi und all dies gehört mir. Verschwinde hier! Und Kim erinnerte sich daran, dass all dieser Reichtum um ihn herum nicht ihm gehört. Dass er alles davon weggeben müsste. Dieser Chipoggi ist, ich werde ihn töten. Töten, töten, töten. Sein Name ist Chipoggi. Also adoptierte Kim den kleinen Jungen namens Chipoggi. Und dann wurde sein Vermögen groß genug für alle. Für Kim selbst, seinen Sohn Chipoggi. Und für alle Kinder seiner Kinder und alle Enkel seiner Enkel. So lebt Kim, wenn er noch nicht gestorben ist, immer noch glücklich. Whoa!
Glinka, der Tonjunge. Die russische Sage 3. Der alte Mann und seine Frau wurden alt und einsam. Die alte Frau arbeitete im Garten, kümmerte sich um die Tiere. Oh, ihr Schlingel, ich werde eure Hörner brechen. Verschwindet von hier. Der alte Mann war auch nicht faul. Es gibt ein gutes Tonmaterial in der Gegend. Ich werde deine Federn ausreißen. Ah, verflucht sei dir. Opa, was für ein elendes Leben. Wir sind immer allein. So ist es. So viel Essen, so viele Gerichte und niemand zum Essen. Ich hätte gern ein Kind. Aber wo können wir eins finden? Tausendfünftes, tausendsechstes, tausendsiebtes, tausendachtes. Ey, Opa, ich will das Kind adoptieren. Lass uns Essen bringen. Ich fliege. Beeil dich. Komm, bring mehr. Hier, ich rolle. Was für ein Esser. Er wird fertig essen und uns helfen. Iss noch etwas, lieber Klinker. Mehr.
Ich laufe. Das gedacht. Mehr. Es ist nichts mehr übrig. Du hast alles aufgegessen. Ich werde dir die Augen ausreißen. Schlechte Wünsche für dich. Oh, du Schamloser. Oh, du Plage. Und dass du es wusstest. Und kauft kochendes Wasser, Samovare. Heiße Kuchen, heiße Kuchen. Aja. Oh, aua, oh, was machst du da? Du bist ein Verbrecher. Oh, au, gute Leute helfen. Muss es beibringen. Die Nachricht von einem hungrigen Monster verbreitete sich. Die verängstigten Menschen versteckten sich und rannten weg. Jeder für sich selbst. Renn! Renn um dein Leben! Renn!
Hol ihn, Bio! Wow! Los geht's, fröhlich. Wessen Kind ist das? Ja, wessen Kind ist er? Ich gehöre niemandem, ich habe niemanden. Hier ist etwas Haferbrei, den wirst du essen. Und dann wirst du mehr Spaß haben, wenn du auf ihre Füße trampelst. Wie unartig. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und gaben die Steinschleuder dem Waffenmuseum. Als ein erwartetes Baby geboren wurde. War Eggery bis zu den Knien in reinem Silber. Bis zu den Ellbogen in hellem Gold. Und ganz bedeckt mit glänzenden Sternen. Ein großes, seltenes Schicksal wartete auf ihn. Eggery der Tapfere wuchs sehr schnell. Er wurde erwachsen und ging in ferne Länder, um den christlichen Glauben zu verbreiten. Er kam in ein heidnisches Königreich. Die christlichen Leute hatten es dort schwer. Eggery kam, um sie zu schützen. Dort herrschte der wütende demianische König. Hier ist er. Als er Eggery sah, wurde er wütend. Du, sagte er, verbeuge dich vor meinen heidnischen Götzen. Ach nein, König, ich verbeuge mich nur vor Christus. Oh, was passierte dann mit dem König? Er befahl Eggery mit Äxten zu hacken. Aber er konnte es nicht. Er befahl ihn, in Teer zu kochen. Was? Unmöglich. Nichts schadet, Eggery.
Ich werde meinen christlichen Glauben nicht leugnen. Ich werde mich nicht vor deinen Götzen verbeugen. Der König konnte gegen Eggory, den Tapferen, nicht kämpfen. Also steckte er ihn in eine dunkle Zelle und befahl, niemandem Essen oder Trinken zu bringen. Derjenige, der in schweren Zeiten an Gott denkt, wird jede Schwierigkeit überleben. Eggory blieb ein Jahr lang in der Zelle und noch ein Jahr lang. Und die ganzen 30 Jahre vergingen. Und er wurde sehr stark. Jetzt öffneten sich die schweren Türen, der Sand fiel auseinander, die heidnischen Götzen brachen zusammen. Eggory kam heraus, stieg auf sein Pferd. Du kannst hier nicht gehen, Eggory. Ach, ihr wütenden Bestien, ihr hattet keinen Willen zuvor. Hört jetzt auf Christ die Worte. Plötzlich erschien eine Herde von Vögeln. Du kannst hier nicht reiten, Eggory. Du kannst hier nicht gehen, Eggory. Ach, ihr geflügelten Bestien. Jetzt, esst und trinkt nur, was euch geboten wird und benimmt euch gut. Die Vögel gehorchten Eggorys Worten. Eggory reitete weiter. Er kommt ins russische Land, aber dort gibt es ein großes Problem. Wilder Drache kam nach Moskau-Mutter und verlangte menschliches Fleisch zum Abendessen. Es gibt nichts mehr zu tun. Der König und seine Bojaren zogen lose. Wer wird zum Drachen gehen und gefressen werden? Hier will ich es nicht und auch nicht. Benehme dich. Also, wer geht? Es war der König selbst. Mach dir keine Sorgen, Papa. Mach dir keine Sorgen, Liebling. Ich werde zum Drachen gehen und gefressen werden. Oh.
Eggery der Tapfere. Wie bist du hierher gekommen, hübsches Mädchen? Ich kam zum wilden Drachen, um gefressen zu werden. Wirklich? Das kann nicht sein. Nun, kleines Mädchen, sobald der Drache auftaucht, wecke mich auf. Eggery schlief fest, aber der Drache war direkt dort. Oh, bitte wach auf! Drache, hier! Werde nett und klug. Nett und klug wie ein Haustier. Ein Wunder geschieht. Der Drache senkte seinen Kopf und vergaß all das Böse. Der Drache wurde in die Stadt Mutter Moskau gebracht, überraschte die Menschen und brachte Kinder zum Lachen. Seitdem liebt jeder Eggery den Tapferen. Und Lieder über ihn werden gesungen. Es war einmal sehr hell auf der taimirischen Halbinsel. Denn die Sonne und der Mond scheinen gleichzeitig am Himmel. Die Sonne fuhr in einem goldenen Schlitten. Und der Mond bewegte sich in einem silbernen Boot. Nachts gingen die Sonne und der Mond schlafen. Sie kümmerten sich sehr um Boot und Schlitten. Jedes Mal, wenn sie nach Hause kamen, banden sie ihr Eigentum an sich. Singel Yidkund, der Bewohner der Unterwelt,
sah das Boot und den Schlitten. Und beschloss, sie zu besitzen. Da es ihm nicht gelang, sie zu stehlen, versuchte er, die beiden Freunde zu täuschen. Hey Mond, ich wollte dich immer fragen. Bist du der Chef des Himmels? Ich weiß nicht. Vielleicht, ja. Ich bin der Chef. Ich denke auch. Niemand kann wichtiger sein als du. Hey Sonne, ich wollte dich immer fragen, bist du der Chef des Himmels? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, ich bin der Chef. Ich denke auch, niemand kann wichtiger sein als du. Aber der Mond sagt, dass sie der Chef ist. Quatsch, vergiss es. Ich bin der Chef. Hey Mond, die Sonne sagt, dass sie wichtiger ist. Hey Mond, was lässt dich denken, dass du der Chef bist? Wer weiß das, frage ich mich. Ich lasse die Erde mit schönem silbernen Licht glitzern und du? Du bist rund und fett. Und du bist ein krummes Ding. Und du scheinst überhaupt nicht. Du reflektierst nur mein Licht. Du bist ein Weichei. Du bist ein fetter Punk. Du bist eine gekrümmte Waffe. Du bist ein Brandstifter. Stopp, stopp, stopp. Ich weiß, wie man das Problem lösen kann. Derjenige, der als Erster das Zelt erreicht, ist der Gewinner. Stoß mich nicht. Bereit? Los, los. Ich werde der Erste sein. Nein, ich werde es sein. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's. Endlich habe ich es geschafft. Hör auf, das ist Zeitverschwendung. Sonne und Mond fielen in Verzweiflung. Sie konnten nicht mehr im Himmel scheinen. Und die Dunkelheit fiel auf die Erde und die kalten Tage kamen. Alle Bewohner der Erde litten unter Lichtmangel. Und sie beschlossen, den tapfersten Jäger zu schicken, um die Sonne und den Mond zu suchen. Es ist Zeitverschwendung. Lass uns lieber die Sonne und den Mond suchen. Du wirst mein Freund sein. Gib auf, lass uns gehen. Es ist einfacher, den Fluss bei Tageslicht von Steinen zu reinigen. Der starke Mann dachte nach und beschloss, dem schlauen Jäger zu helfen, um die Sonne und den Mond zu suchen. Hey! Warum bläst du so hart? Was soll ich sonst tun?
Wir haben weder die Sonne noch den Mond. Lass uns lieber nach der Sonne und dem Mond suchen. Ich suche sie nur. Du wirst unser Freund sein. Nun gut, dachte der Windstoßer. Warum helfe ich nicht dem klugen Jäger, um die Sonne und den Mond zu suchen? Hey, Blase Hertha! Es ist deine Schuld. Du hast meinen Schlitten verloren. Nein, du hast alles übersehen. Hey, hey! Sonne und Mond! Hey, hey! Hey, worüber streitet ihr euch? Aber wie können wir den Himmel erreichen? Ohne das Boot und den Schlitten können wir nicht rausgehen. Wir können hier nicht alleine herauskommen. Rettet uns! Finde das Boot, bitte! Bringt sie her! Und vergesst den Schlitten nicht! Bitte bringt sie! Einäugiger Kund, gib uns das Boot und den Schlitten. Warum seid ihr hierher gekommen? Ich bin gekommen, um das Boot und den Schlitten meiner Freunde abzuholen. Ich werde sie dir nicht zurückgeben. Jetzt gehören sie mir. Lass uns tauschen. Dafür habe ich dir eine Schönheit mitgebracht, die du heiraten kannst. Sie wartet unten. Bring sie hierher. Jetzt werde ich runtergehen und sie mitbringen. Ein richtiges Monster. Blas kräftiger, um einen Schneesturm zu erzeugen. Hey, ein schwerer Schneesturm hat begonnen. Das Mädchen fürchtet sich, nach oben zu klettern. Komm runter. Schau, wie schön sie ist. Wo ist das Mädchen? Ich kann sie nicht sehen. Schau genau hin. Wo ist das Mädchen? Ich kann sie nicht sehen. Hier ist sie. Gib mir! Das Mädchen! Sonne, Mond, wer war der Erste? Wo ist mein Boot? Wo ist mein Schlitten? Oh, es ist einfach, das Problem zu lösen. Teilen wir das Jahr in zwei. Du, Sonne, wirst im Himmel die Hälfte des Jahres der Chef sein. Du wirst Tag und Nacht scheinen. Und du, Mond, wirst der Chef der zweiten Hälfte sein. Du wirst auch so viel scheinen, wie du willst.
Seitdem hat sich alles auf Taimyr verändert. Während des Polarsommers scheint die Sonne Tag und Nacht. Und während des Polarwinters scheint der Mond Tag und Nacht. Und manchmal erscheint Nordlicht am Himmel. Die nördlichen Menschen sind an ein solches Leben gewöhnt. Sie weiden Rentiere, gehen fischen, jagen. Sie leben ein glückliches Leben. Jeti tanya i chutandi motini.